Weiter geht's bei Dawn of Man. Und das hier ist die kleine Arad. Und ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen mit ihr mit und gucken mal, wie sie den Tag so verbringt. Wir machen mal ein bisschen schneller. Und ja, dann schauen wir uns das mal an hier. Was sie so macht. Ja, sie sitzt im Haus. Okay. Ja, das ist nicht schlimm. Kommst du da nochmal raus, oder? Gut, sie spielt halt. Das ist ja jetzt nicht schlimm. Naja, jetzt geht sie. Und sie geht zu einem anderen Haus. Zum. Rumsitzen. Machen wir ein bisschen schneller. Mal gucken, was sie macht. Oh. Sie bringt sogar tatsächlich Sachen weg. Cool. Oh Mensch, das freut mich ja, dass sich selbst die Jüngsten hier bei uns in unserer Kolonie hier so wirklich so toll einbringen. Ach, guck mal, jetzt hat sie sich sogar umgezogen. Ach, jetzt ist Sommer. Hat sich so, das ist so ein kleines Leinengewand, oder? Ach, schön. Das freut mich. Mensch, das ist doch toll. Selbst die Jüngsten bringen sich hier schon ein und sorgen dafür, dass wir hier unser täglich Brot auf dem Tisch haben. So, jetzt gucken wir uns nochmal unsere Tiere an. Und wir haben mittlerweile, ja, wir haben 3 Kühe. Ja, das ist ziemlich gut. Und wir haben 14 Schweine. Jetzt ist die Frage, ob wir tatsächlich auf 15 hochgehen. Das lassen wir jetzt auch mal. Dass wir hier auch mal ein paar, dass wir tatsächlich auch ein paar Schweine auf Reserve haben. Da sollte man mal gucken, dass wir wirklich ein bisschen hochgehen. Wir machen das jetzt mal bei allen Leuten. Wir sind hier ja nur relativ viele mittlerweile. Dann sind es 30, 45, 65. Ah, das wird schon knapp irgendwann, aber das sollte trotzdem noch passen. Einen Brunnen haben wir da vorne. Davon müssten wir jetzt auch genug haben. Wir sind bei 23. Das Essen wird geerntet. Hier kriegen wir dann Roggen. Das gibt auch noch mal ein bisschen. Das passt schon. Okay, gut. Hier haben wir übrigens einen Birnenbaum. Oh, lecker. Sammelt die Früchte bitte. Wir hatten lange keine Birnen mehr. Obwohl doch, natürlich hatten wir Birnen schon lange. Wir haben ja eigene Sachen angepflanzt. Ein Birnenbaum, wir haben Kirschen tatsächlich und wir haben da hinten Haselnüsse. Und ich würde sagen, da das doch relativ gut klappt, reißen wir mal die Buche hier weg. Und dann machen wir da hinten nochmal einen Birnenbaum. Zack. Und nochmal einen Kirschbaum. Zack. Und nochmal einen Birnebaum. Zack. Und nochmal einen Kirschbaum. Dahin. So, dann haben wir hier tatsächlich so schön Kirsch- und Birnenbäumchen hier hinten einmal rum. Ach toll, das gefällt mir. Und dann haben wir tatsächlich noch ein bisschen mehr Kirschen. Denn das sieht mir doch ein bisschen wenig aus, was wir hier so haben. Da können wir mal ein bisschen mehr anbauen. So, hier fehlt offensichtlich Holz. Wir haben nur noch 3 Holz. Wir haben mal 32 an Steinen. Dann würde ich tatsächlich sagen, werden wir den nächsten Auftrag geben, hier diese Mauern abzudaten. Und wenn wir das haben, dann kriegen wir hier automatisch wieder Holz. Wir sind über 64% gerade. Das wächst alles. Guck mal, da können wir sogar eigentlich gleich die nächste hier machen. Dann machen wir gleich eine ganze Ecke hier an Mauern. Dann haben wir da gleich wieder ein bisschen mehr Holz und geben Steine aus. Das passt. So, wie sieht's aus mit den Häusern? 89. Da müssen wir jetzt im Sommer tatsächlich auch ein weiteres Haus updaten. Das bleibt jetzt hier nicht aus. Da müssen wir tatsächlich, da muss jetzt jeder mit ran und helfen. 91% Auslastung ist gut. Wie sieht's mit der Bierproduktion aus? Wir haben 8 Bier und der Händler ist angekommen. Wir haben nur noch 10 Getreide. Oh, das wird aber jetzt ganz schön wenig. Dann hoffen wir mal, dass das ausreicht. Wir können ja mal gucken, dass wir ihm eventuell ein bisschen Getreide und ein bisschen was abkaufen. Und er hat tatsächlich Schafe dabei. Pferdedomestizierung. Moment, jetzt will ich tatsächlich mal schauen, wie viele Schafe wir haben. Ja, 9, das reicht. Kühe bräuchte ich halt tatsächlich noch. Er hat Fleisch, das brauchen wir nicht. Wir nehmen mal das Stroh, was er hat. Wir brauchen eigentlich nichts. Also 2 Stroh, da kann ich auch drauf verzichten.
Nee, lassen das. Nee, wir lassen das. Also auf zwei Stroh kann ich verzichten. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. So, weiter geht's. Und eine. Nein, unseren Flachs. Ach, das ist ja doof. Aber gut, wir haben Wolle und Wollstoff noch auf Lager. Da sollten wir locker ein Jahr mit auskommen. Das kriegen wir schon hin. So, auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen Roggen. Das sollte, denke ich mal, gut sein. Wir sollten wahrscheinlich echt diese Felder, die Einkornfelder, mal abreißen. Wir gehen mal in die Hilfe und schauen mal, was uns das Einkorn bringt. Wahrscheinlich gar nichts, ne? 25%. Was bringt uns Gerste? 50% Chance, noch mehr Stroh zu produzieren. Aber Einkorn ist halt resistent gegen Krankheiten. Ah, schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Jetzt müssen wir erstmal abernten, dass wir das auch alles schaffen hier. Und haben wir denn bei den Limits auch genügend Erntesachen eingestellt? 150 fürs Fischen. Ja, das sollte eigentlich passen. So, jetzt ist die Rüstungsschmiede fertig. Und jetzt würde ich tatsächlich sagen, fangen wir mal tatsächlich an mit runden Schilden. Und das braucht auch Leder. Ei, okay, Leder und Holz. Gut, Holz haben wir genug. Schilder haben wir auch genug. Und die Mauern sind fast fertig. Das ist gut. Das sollten wir tatsächlich immer machen, dass wir im Sommer hier unsere Mauern aufwerten. Oder auch im Winter. Im Winter können wir das auch gut machen. Wo wir natürlich noch nicht ganz fertig sind. Das müssen wir mal machen. Aber wir müssen auch den Stroh und das Ganze reinholen und das Getreide. Und wir wollten natürlich auch die Dinger hier noch updaten. Eieieiei. Na, jetzt sind die wieder alle voll. Okay, dann müssen wir das tatsächlich mal im Frühling machen. Da muss ich mal darauf achten, dass wir die Sachen mal updaten. Hier könnten wir überlegen, dass wir die Stadelsteine. Nee, die kriegen wir ja nicht. Das ist erst in der nächsten Technologiestufe. Na gut. Aber wir kriegen das hin, Leute. Da bin ich mir sicher. So, wie sieht's aus mit dem Stroh? Da sind wir bei 100. Wir haben 65 Getreide. So, Mehl haben wir genug. Brote werden produziert. Und wir haben sogar noch hier ein bisschen was. Ah, die Bierproduktion ist aber auch knapp. Also da haben wir tatsächlich auch null Reserven, ne? Wir gehen nochmal auf die Tiere. Schweine haben wir genug. Esel sind in Produktion. Wir schauen nochmal. Na toll. Och nee, genau von hier. Nein, wir haben die Mauern noch nicht fertig. Eins nach dem anderen. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den Räuberangriff und machen erstmal alle Tore zu. Tröte an. Tore zu. So, kommt ihr alle hierher? Ja. Gott, das werden immer mehr hier. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, so. Alle Tore zu, bitte. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das hier in den Griff kriegen. Das wäre natürlich super. Könnt durchaus mal ein bisschen schneller machen. Ja. Klar. Laufen natürlich hier durchs Loch im Tor. Na, ist das ärgerlich. Einmal da hinten bitte, Leute. Da bitte. Oh, der ist gut bewaffnet. Der hat ein Schild dabei. Ja, sehr schön. Einmal da bitte. Oh nein, der hat meinen Aussichtsturm kaputt gemacht. Eieieiei. Da müssen wir gleich mal nachbauen. Komm, dann gehen wir hier mal über die Öffnung nach draußen. Wie sieht's hier aus? Der flüchtet. Na, siehste. Wunderbar, ein wunderbarer Sieg. Zwei Wissen. Nein! Du Monster, du hast einen von uns getötet. Oh nein. Och Gott, das tut mir leid. Nein, hier unten. Oh nein. Wo ist denn unsere Dame? Man weiß es nicht. Ich habe nur gehört, dass jemand gestorben ist. Sehr schade. Na gut. Dann bauen wir mal bitte
weitere Aussichtstürme. Einmal dahin, das finde ich nämlich eine sehr gute Position und auf jeden Fall noch eine hölzerne Plattform. So, gut. Dann können wir Tore wieder aufmachen, haben wir das Thema überlebt. Und jetzt sollten wir echt mit der Händlerin mal reden. Gucken, was die dabei hat. Also, Leder können wir immer gebrauchen. Und Ziegen ist, weiß ich nicht, wie viele Ziegen haben wir denn? Nö, nee, Ziegen brauchen wir nicht. Ziegen brauchen wir nicht, Kühe bräuchte ich tatsächlich. Die beiden Leder nehme ich mit. Das ist okay. Da kannst du ein paar Knochen für haben. Ich weiß nicht, ob wir die jemals nochmal brauchen werden. So. Wunderbar. Nimmst du das? Dann sollte das passen. So, ist jetzt alles abgeerntet? Nee, hier hinten fehlt noch was. Wir sind jetzt bei 119 Stroh. So, da bin ich jetzt mal gespannt, wenn wir jetzt über den Winter gehen, wie das hier ausreicht. Und dann gucken wir mal im nächsten Sommer, ob wir eventuell ein bisschen, oder im nächsten Frühling bis Sommer, ob wir eventuell ein bisschen mehr noch machen müssen. Und da wir gerade einen Räuberangriff hatten, würde ich jetzt tatsächlich sogar so dreist sein und unsere Sachen hier weiter ausbauen. Wie viel Holz, wie viele Steine haben wir? Wir haben nur noch 3 Steine. Eieieiei. Dann sollten wir tatsächlich auch ein weiteres Steinarbeitsgebiet mal machen. Einmal dahin. Und da können 5 Leute rein. Und dann machen wir bitte auch da gleich ein weiteres Update. So, und Turkal hat sich eine Infektion zugezogen. Oh je. Ja, das kam damals tatsächlich relativ häufig vor. Sowas. So eine Infektion. So, hier wird die Sache zugemacht. Und dann gucken wir mal, wir sind bei 11 Technologiepunkten. Sehr schön. Jetzt schauen wir mal, was wir uns holen wollen. Ich habe das nochmal nachgelesen. Die Fischreuse soll heißen, dass wir wohl mehr Fisch rauskriegen. Ich bin halt immer noch unschlüssig, ob wir damit mehr Fisch wirklich aus einem Gebiet rausholen können. Oder wie das genau läuft. Also da bin ich mir tatsächlich, also ob wir, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ob wir einfach mehr Fisch rausholen können. Oder, tja. Da bin ich halt echt unschlüssig. Deswegen würde ich tatsächlich mal auf Rüstung oder Kompositbögen gehen. Und wir nehmen tatsächlich die Kompositbögen. Die würde ich gerne haben. Und möchte ich jetzt unsere Leute tatsächlich auch so allmählich mit Kompositbögen ausstatten. Deswegen gehen wir mal in unsere Waffenschmiede. Und werden die Kompositbögen hier aktivieren. Da brauchen wir Wolle für. Die haben wir. Nee, Moment. Leinen. Oh, die haben wir gar nicht mehr. Ja, weil unser Flachs doch leer war. Ah, das ist ja ärgerlich. Okay, dann müssen wir die anderen. Okay, dann müssen wir die anderen tatsächlich anlassen. Und aktivieren auch die Kompositbögen. Okay, gut. Dann haben wir das auch. Dann produzieren wir da auch welche. Und dann gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Und hier entsteht die neue Mauer für uns. Und hier sind schon die Verteidigungsplattform fertig. Ein neuer Mensch ist der Siedlung beigetreten. Ja, wir müssen da echt mal drauf achten, dass wir 90... Es reicht noch. Es reicht noch, würde ich sagen. So. Entschuldige bitte die kurze Unterbrechung. Und dann wollen wir mal weiter gucken, wie ob wir den Winter überleben. Das würde mich natürlich sehr freuen. So, ich hoffe mal, dass das hier fertig wird, bevor wir den nächsten Räuberangriff haben. Aber jetzt müssen wir tatsächlich erstmal schauen, wie wir das mit den Leinen hinkriegen. Das ist, glaube ich, ich meine tatsächlich, dass das der Flachs ist. Ne? Ansonsten müssten wir tatsächlich überlegen, dass wir uns ein bisschen, also irgendwie kommt nach dem Winter immer
vorhersagt bei der Sturm. Okay, egal. Ansonsten müssten wir tatsächlich mal überlegen, dass wir uns hier tatsächlich die, dass wir die Flachsproduktion ein bisschen erhöhen. Denn ich hätte schon gerne Kompositbögen. Da können wir tatsächlich mal schauen, ob der nächste Händler was hat. Und, ach nein. Ach Gottchen. Jetzt gucken wir erstmal, ob wir weitere Kühe finden. Denn Kühe sind natürlich auch wichtig. Sind das hier Kühe? Nee, das sind Esel. Esel. Ja, genau. Ich meine, wir haben ja ein, zwei Kühe. Aber ich meine, ein, zwei Kühe sind jetzt echt nicht so viel. Da hinten ist ein Ochse. Aber der ist schon zu alt. Schade. Lass mal weiterlaufen. Ich habe so das Gefühl, dass wir das alleine nicht finden werden. Wir müssen echt gucken, dass wir das mit den Händlern machen. Ich glaube, ansonsten wird das nichts. So. Dann machen wir ein bisschen schneller. Dann hoffen wir mal, dass wir hier weitergehen. Normalerweise kommen die ja nicht immer an der gleichen Position. Deswegen würde ich erstmal nur das hier updaten. Und würde dann tatsächlich hier weiterbauen. Denn so meine Erfahrung ist tatsächlich, dass sie sich irgendwie immer abwechseln. Von dort mal. Ich könnte schwören, der nächste andere kommt hier in der Ecke. Oder auch von hier vorne. Da müssen wir mal schauen. So, jetzt sind wir bei 124%. Jetzt wollen wir den mal nicht zu viel auflasten. Ansonsten kriegen die wieder schlechte Laune. So, jetzt wollen wir mal schauen. Und nochmal gucken. Wir sind im Frühling und wir haben nur noch 35 Stroh. Ach, du grüne Neune. Und auch nur noch... Okay, 47 Getreide. 47 Getreide passt ja. Ah, das Stroh ist ein bisschen wenig. Wir sollten tatsächlich das Einkorn... Wir machen das tatsächlich, dass wir das Einkorn hier wegreißen. Aber nicht jetzt, sondern im Winter. Das machen wir im Winter. Im nächsten Winter reißen wir das Einkorn weg und dann setzen wir dort Gerste hin, dass wir ein bisschen mehr Stroh produzieren. Ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist. Und wie sieht es hier aus? Flachs. Oh, jetzt ist der Händler da. Das ist tatsächlich wichtig. Jetzt müssen wir so gucken, was er hat. Die Netzherstellung, hohe Kommission, das nehmen wir also nicht. Haben wir oder braucht, also Stroh, das nehmen wir auf jeden Fall. Brauchen wir Kupfer? Ja, können wir auch mitnehmen. Holz brauchen wir nicht. Leinen bräuchten wir. Ah, schade, genau die hat er nicht. Dann nehmen wir zumindest die beiden Kupfer und die drei Stroh. Das ist zumindest erstmal besser als nichts. Und dann kriegt er von uns dafür ein... Was haben wir denn hier? Eine Bronzeaxt. Okay, sehr schön. Gut, wir haben zumindest drei Stroh mehr. Dann sollten wir uns jetzt auch echt verkneifen, weitere Häuser zu bauen, bevor wir nicht wirklich sicher wissen, dass wir mit dem Stroh hinkommen. Ja, wir sind ja über den Winter gekommen, also es sollte passen. Wie viele Kühe haben wir denn jetzt auf Lager? Ja, immer noch drei. Haben wir denn überhaupt Weibchen? Ja, Mensch, zwei Stück. Ja, vielleicht kriegen wir ja ein paar Jungtiere. Man weiß es nicht. Das wäre natürlich super. Das würde mich natürlich freuen, wenn wir ein paar Jungtiere hier erhalten würden. Okay, und, oh Gott, Leute, unsere Mauer ist fertig. Oh, sehr schön. Dann sind wir jetzt im Frühling. Wir haben 17 Steine. Dann sollten wir tatsächlich jetzt hier weitermachen. Ja, das machen wir. Das ist mir tatsächlich wichtig. Die Sachen sind jetzt hier soweit fertig. Die sind eingesät, die wachsen jetzt in Ruhe. Und... 32 Stroh. Ah, das sieht so aus, als wenn wir das tatsächlich schaffen. Was mir tatsächlich Sorgen macht, ist auch der Verbrauch hier vom Getreide, Bier. Also das ist tatsächlich nicht mehr so ausgeglichen wie sonst. Also da müssen wir wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr anpflanzen. Und wir sollten tatsächlich eventuell sogar ein weiteres Häuschen bauen. Ah, wir haben ja welche. Wir gucken mal, wann es eng wird. Wenn es eng wird, dann müssen wir ausbauen. Wir sind bei 105% Auslastung. Und wichtig ist jetzt nur, dass wir das hier kriegen, denn ich will endlich Kompositbögen haben. Wir haben schon zwei Stück. Ach, das sind, glaube ich, die wir von unseren Leuten hier bekommen haben. Ich denke, das müssten die sein, genau.
Und, also das geht echt ganz schön fix hier, muss ich sagen, mit den Steinmauern. Das sieht ganz gut aus. Das ist schön, wenn sie nichts zu tun haben. Wir können übrigens derweil nochmal schauen, ob wir irgendwo Kühe finden. Was ist hier los? Mensch, dann geh doch mal was trinken. Was soll denn das? Du bist doch so weit von der Kolonie entfernt. Du musst doch hier nicht den Tapferen spielen. Geh was trinken, Mensch. Vielleicht finden wir ja hier hinten irgendwo Kühe. Also ein paar Kühe wären schon nicht schlecht. Kupfer, wir sollten vielleicht auch eine weitere Kupfermine mal erschließen. Gibt es einen Auerochsen? Ne, das sind Bisons. Nee, leider nicht. Leider nicht. Die Zinnmine ist erschöpft und nein. Oh Gott, jetzt haben wir auch kein Zinn mehr. Okay, das heißt, also wir müssen uns ganz dringend um Kupfer und Zinn kümmern. Vielleicht machen wir das sogar hier hinten. Ich denke, das machen wir einmal. Ja, das machen wir hier hinten. Wir setzen mal hier hinten zwei Minen drauf. Eine weitere Kupfermine und eine Zinnmine, bitte. Dass wir hier wirklich mal ein bisschen mehr machen. Okay, sehr schön. Eine Sache, die ich auch noch checken wollte. Wie sieht's aus mit unseren Totenschreien, mit unseren Hügelgräbern? Oh, die sind relativ leer. Hier oben auch. Ja, ist hier. Okay, super. Ist in letzter Zeit nicht ganz so viel gestorben. Okay. Wie sieht es mit unserer Tierpopulation aus? Ah, das mit den Kühen ist ein bisschen schwierig. Ah, dann gehen wir mal auf, das wollte ich nicht. Auf volle Geschwindigkeit. Wir haben schon 10 Schilde gebaut? Wow. Okay. Das ist ja krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen vorsichtig, gerade was das Thema, was auch was Thema, das Thema Stroh angeht. Wir sind bei 86. Wir müssen ein Haus bauen. Das geht nicht. Wir müssen ein neues Haus bauen. Das geht ansonsten nicht gut. Wir brauchen weitere Gemeinschaftshäuser hier. Wir müssen jetzt hier echt weitere Häuser bauen. So, wie sieht es hier hinten mit Holz aus? Können wir hier ein bisschen was abholzen? Ja, das sieht auch ganz gut aus. Ein paar Eichen fällen hier hinten. Dann fällen wir mal ein paar weitere Bäume. Und das ist auch fertig. Der Händler ist angekommen. Okay, also wir gucken mal. Wir bräuchten tatsächlich Getreide. Wow. Okay. Dann nehmen wir das Getreide. Tannin. Brauchen wir Tannin? Und Fleisch. Tannin könnten wir uns holen. Und Fleisch nicht. Okay, dann nehmen wir das Getreide. Und das Tannin tatsächlich. Das sind 11. Na, dann lassen wir ein Getreide weg. Dann sind wir bei 10. Und dann kriegt sie hier so eine alte Kupferaxt dafür. Und dann sollte das passen. Okay. Erlangter Stein, Wissen plus 1. Und jetzt ist die Frage: Ach, wir sehen es auch da oben, die Tiere. Das hatte ich mir mal eingeblendet. Ist die Frage, was wir als nächstes machen. Ich würde tatsächlich als nächstes die Netzherstellung nehmen und wir werden auch, Steine sind erschöpft, das ist kein Problem, wir haben da hinten eins. Wir werden jetzt auch tatsächlich mal bei den Fischen noch ein bisschen was ändern, weil das ist mir tatsächlich zu wenig, was wir hier produzieren. So, einmal nach da bitte. Wir werden jetzt auch ein drittes Fischgebiet mal erstellen. Das ist alles, guckt euch mal an, das ist wirklich, das ist sowas von Ratzekaler. Einmal da hinten hin. Dann werden wir jetzt auch tatsächlich noch ein Fischgebiet erstellen.
Und das machen wir tatsächlich einmal. Moment, hier hinten. Er ist voll und er ist voll. Ja. Das machen wir bitte noch einmal hier hinten ein Fischgebiet. Da können auch 5 Leute dran arbeiten, weil das ist echt, das ist zu wenig. Wir produzieren hier einfach zu wenig Fisch. Und wie es in unserer wunderbaren Siedlung weitergeht, ihr Lieben, das seht ihr morgen. Macht's gut, bis morgen, euer Strategiener. Ciao, ciao.